Heute vor 10 Jahren ist der damalige Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider, bei einem Verkehrsunfall südlich von Klagenfurt ums Leben gekommen. Haider saß mit 1,8 Promille Alkohol im Blut am Steuer und war auch mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Heute am 10. Todestag wird der amtierende Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser einen Kranz an Haiders Grab im Bärental niederlegen. Schon gestern hat die FPÖ Haider gedacht. FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache an der Unfallstelle. Hier ist Haider vor 10 Jahren in den Tod gerast. Trotz immer wieder umstrittener Aussagen hat Haider die FPÖ zu vielen Wahlerfolgen geführt. Während der schwarz-blauen Regierung unter Wolfgang Schüssel entfernt sich aber der damalige Kärntner Landeshauptmann von der FPÖ-Bundesspitze und gründet 2005 das BZÖ. Am Ende war halt leider diese Abspaltung, die Trennung von der Freiheitlichen Partei weg. Und das war natürlich eine sehr emotionale Situation, wo wir alle sehr emotional auch reagiert haben, uns auch nicht unbedingt die schönsten Sachen ausgerichtet haben. Kurz vor Haiders Unfalltod soll es eine Annäherung gegeben haben, die jetzt quasi posthum durch Witwe Claudia Haider vor dessen Urnengrab vollzogen wird. Sie verleiht Strache eine Jörg-Haider-Medaille. Politische Fehlleistungen und Grenzüberschreitungen des charismatischen Menschen und Politikers kamen beim Festakt im Bärental nicht zur Sprache. Wir schreiben den 11. Oktober. Heute, genau vor 10 Jahren, am frühen Morgen, ist der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bei einem selbstverschuldeten Autounfall südlich von Klagenfurt ums Leben gekommen. Der Politiker war auf dem Weg zu seiner Familie ins Bärental, auch um den 90. Geburtstag seiner Mutter zu feiern. Zu hohes Tempo und zu viel Alkohol haben ihn allerdings nicht ankommen lassen. Die Betroffenheit war groß, quer durchs Land, dass Haider sehr deutlich in Freund und Feind gespalten hatte. Der ORF zeigt heute eine Dokumentation über das bewegte politische Leben des Kärntners. Was mitzuverantworten habe in dieser Republik, verspreche ich euch, dass ich ausmisten werde. Und zwar ganz oben werde ich anfangen, bei den Privilegienrittern, bei den Missständen, bei der Verschwendung, bei den ganzen Dingen, die heute nicht gehören. Er wollte Erster sein, der Beste. Er wollte geliebt werden, er wollte gehasst werden. Ich bin wieder da und bin voll da, mit aller Kraft. Ein Menschenfänger. Aber dann müssen wir Vorbild sein in der Frage der Privilegien, in der Frage der Beziehungen. Risiko, Freude, die hat er gehabt. Jörg Haider war ein Blender, Jörg Haider war ein Unterhalter. Jörg Haider hat für eine öffentliche Aufmerksamkeit besorgt, aber er war auch in einer gewissen Hinsicht der Pausenclown der österreichischen Innenpolitik. Kärntner Wesen könnte auch diese Republik genießen. Haider war jemand, der den Kärntnerinnen und Kärntnern Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen zurückgegeben hat. Der Mythos. Gib den Mythos, Haider. Zu viel Alkohol, zu hohe Geschwindigkeit, ein Hydrant und Knallbumm. Seine Zeit war vollendet. Natürlich bin ich schon schneller gefahren. Überhaupt keine Frage, weil 130 ist ja oft wirklich ein bisschen lähmend. Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider ist tot. Ja, und Gerhard Jelinek, der Gestalter dieser Dokumentation und der Leiter der Abteilung Dokumentationen und Zeitgeschichte, ist dazu jetzt bei mir. Herzlich willkommen. Können Sie sich noch genau erinnern an diesen 11. Oktober vor 10 Jahren? Absolut. Es war genauso ein schönes Wetter wie heute. Ich bin in der Früh 6:30 aufgeweckt worden von einem Anruf von einem Kollegen von der Zeit Bild, der Hans Bürger. Der hat gesagt, du, der Haider ist tot. Können wir deine Doku, die hieß Haiders Wurzeln, verwenden als Nachruf? Ich habe gesagt, nein, es geht überhaupt nicht. Da ging es um die Deutschnationalen in Österreich. Ich komme rauf. Und wie ich dann raufgekommen bin, da Richtung Königlberg, Nebel über dem Friedhof da in Hietzing, da waren die Plakatständer und rundum ein gefallenes Laub. Und ich habe gedacht, das ist die Anfangspassage für den Nachruf. Und dann habe ich ein Kamerateam, das vor dem Haus stand, gebeten, Burschen, fahrt hin, filmt das. Und so begann dann die Doku oder der Nachruf. Voll emotionell und
Ja, es gab keinen Nachruf vorbereitet hier im ORF, weil keiner hat geglaubt, dass jemand wie Jörg Haider so stirbt. Sie kannten Jörg Haider schon sehr lange, schon von Studienzeiten her. Wer war dieser Mensch? Studienzeiten ist übertrieben. Er war Assistent, ich war Student an der Universität Wien, auf der Rechtswissenschaftlichen. Und ja, du kennst dich halt von der Stiege und was immer. Und ja, wer war Jörg Haider? Das weiß bis heute keiner. Jedenfalls einer der spannendsten Politiker. Jetzt nicht auf die Inhalte einzugehen, aber von der Art, wie er Politik getrieben hat, wie er das gemacht hat, wie er wie ein Chamäleon auch die Farben gewechselt hat, nämlich zuerst liberal, sozial, eher links in der FPÖ, dann wieder rechts. Also ein spannender Politiker, aber ein Mann mit einem Charisma und auch mit Charme. Sie haben vor 5 Jahren bereits eine Dokumentation gestaltet. Was hat sich in den letzten 5 Jahren geändert? Mit dem Abstand sozusagen ändert sich ja manchmal auch die Perspektive. Genau, das ist der Grund, dass wir die seinerzeitige Doku quasi neu gemacht haben oder neu aufgebaut haben, die ich mit dem Kollegen Peter Liska gemacht habe. Weil die Überlegung war, oder tatsächlich ist so, ändert sich etwas in einem Bild in der historischen Distanz. Und es ändert sich schon etwas. Da gab es die Hypo-Geschichte, die voll aufgebrochen ist. Das ändert die Bewertung einer Person und seiner Politik. Und ich glaube, Geschichte und Zeitgeschichte ist das ja mittlerweile schon. Kannst du nur erzählen, wenn man auch einen Abstand hat. Kann man aus dieser Zeitgeschichte jetzt rückschauend da etwas mitnehmen? Das ist die Frage, die wir am Schluss dieser Doku auch stellen. Was bleibt? Mhm. Und wenn man nachdenkt, hat Jörg Haider eine Partei, die quasi vom Herausfliegen aus dem Parlament bedroht war. Die FPÖ damals lag unter 4%, zu einer 27%-Partei gepusht, sie dann wieder fast auf ein Drittel reduziert und wieder ein bisschen groß gemacht. Und Jörg Haider hat dieses rot-schwarze Großparteienschema, wo man gesagt hat, die Großparteien sicher aufgesprengt und das sicher auch auf Dauer. Man sieht das ja jetzt in der jetzigen Bundesregierung, dass da schon ein bisschen was nachhaltig war, wenn nicht seine Politik, so doch dann auch die taktische Bekämpfung dieses rot-schwarzen großen Koalitionslagers. Ich habe schon angesprochen, er hat polarisiert wie kaum jemand, wurde einerseits verehrt, um nicht zu sagen, geradezu angebetet, auf der anderen Seite aber wirklich auch abgrundtief gehasst. Hat sich das jetzt mit der Distanz ein bisschen abgeschliffen, dort wie da? Sozusagen, dass man diese Verehrung ein bisschen zurücknimmt, weil man doch auch kritische Aspekte sieht und andererseits sie nicht mehr so diabolisiert? Er war der erste Popstar der Politik, möglicherweise der erste moderne Politiker, der so mit diesen Versatzstücken, mit Riesenauftritten, mit diesen Schals, mit all dem wirklich eine Amerikanisierung der österreichischen Politik gemacht hat. Er war spannend, er war charmant, er war bösartig, er war wendehälsig manchmal, aber er hatte durchaus ein Charisma. Ob wirklich noch heute was von ihm dauernd bleibt, werden wir in 20 Jahren wissen, wenn wir die nächste und die allerletzte Doku dann machen. Ja, Dianne, herzlichen Dank für diesen Bericht vorab und den Besuch bei uns im Studio. Die ganze Dokumentation Jörg Haider, 10 Jahre eines Grenzgängers, sehen Sie heute Abend im Rahmen von Menschen und Mächte um 21.05 Uhr hier in ORF 2. Heute vor 10 Jahren ist der damalige Landeshauptmann Jörg Haider bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Dienstwagen alkoholisiert und zu schnell unterwegs. Schon gestern hat die FPÖ an der Unfallstelle und auf Haiders Grab im Bärental Kränze niedergelegt. Heute hat auch das offizielle Kärnten des verstorbenen Landeshauptmannes gedacht. Hier bei der kleinen Kirche St. Michael im Bärental befindet sich Jörg Haiders letzte Ruhestätte. Hier herauf sind heute auch die Spitzen der Landespolitik gekommen. Nach einer kurzen Messe in der Kirche hat Landeshauptmann Peter Kaiser einen Kranz am Grab niedergelegt. Und Kaiser erweist Haider trotz aller politischen Unterschiede Respekt und spricht über dessen Verdienste wie den Anstoß zum Bau des KM-Tunnels. Ich glaube, dass über viele andere Bereiche hinweg, auch in vielen, vielen späteren Jahren, das eine jener Bereiche sein wird, wo man den Weitblick und auch das weit über die eigenen Grenzen hinausgehende respektieren und entsprechend loben wird. Ein zweiter Bereich, auch der sei mir gestattet, auch als unmittelbarer Nachbar. Die Entwicklungen, dass es heute einen Lakeside Park und damit auch den Einstieg Kärntens in Technologien gegeben hat, ist nicht alleiniger, aber größer Verdienst von Dr. Jörg Haider. Jörg Haider ist immer aufrecht für seine Heimat, für seine Bürger gestanden, gegangen. Und da und dort mögen auch Späne gefallen sein, wo er gehobelt hat. Ja. Aber Fakt ist, das Positive überwiegt. Ein Mensch und ein Politiker, der im Leben viele Menschen bewegt hat. Und das hat nach seinem Tod nicht aufgehört. Und wenn Sie heute hier stehen, es ist so ein Tag, so ein strahlend schöner Herbsttag. Genau der gleiche Tag, wie er vor 10 Jahren in die nächste Dimension gegangen ist.
Die Unfallbilder nach dem Tod von Jörg Haider sind vor 10 Jahren um die Welt gegangen. Für Schlagzeilen über die Grenzen hinaus hat er schon zu Lebzeiten gesorgt und die waren nicht immer positiv. Nach dem Eintritt in die schwarz-blaue Koalition unter Wolfgang Schüssel hat sich Haider von der Bundes-FPÖ entfernt und das BZÖ gegründet. Was aber ist von seiner Politik geblieben? Einige Elemente von Haiders Stil sieht man heute in der Politik, nicht nur bei der Freiheitlichen Partei, auch in anderen Parteien, vor allem was den Stil der Kommunikation betrifft, aber natürlich auch die Themen, die er schon vor 10, 20 Jahren thematisiert hat, Stichwort Zuwanderung, aber auch dieser Kampf gegen die Privilegien und gegen den rot-schwarzen Proporz in diesem Falle, auch das ist eigentlich heute immer noch geblieben. Geblieben ist auch ein Schuldenberg in Kärnten, den das Land noch lange wird abzahlen müssen. Geblieben ist aber auch die Erinnerung vieler Kärntner an einen Politiker, dem man auf Augenhöhe begegnen konnte.